So, und wie man sagen, wir gehen jetzt mal zu Land weiter. Und wie weit wir von zu Hause entfernt sind, ich habe keine Ahnung. Offenbar müssen wir auch noch ein paar Höhen und Tiefen überwinden. Auf jeden Fall mit einem richtigen Biom sind wir schon mal. Gut, wir sind auch gerade in einem Sandbiom. Also unser Standort ist, glaube ich, direkt an einem Sandbiomchen. Aber wir grenzen hier ran und so weit. Oh, passt das schon. Das müssen wir, wenn wir uns nicht mehr finden, ein zweites Standbein öffnen. Aber so viel haben wir eigentlich auch. Wir haben schon viel gemeistert, ne? So ist es nicht. Ja, hier, guck mal, hier sind wir schon. Hier sind wir ja schon. Perfekt. Jetzt haben wir auch noch Kirschbaum. Kirschblütenblätter. Und pflanzen wir die direkt hier einfach mal in unser Oschi-Garten. Oh shit. Ja, zuerst mal wissen, wieder Räumen angesagt und eventuell dann auch in ein, zwei Tagen ernten. Leider haben wir nichts von denen hier. Außer Weizen, wow. Na, auch nicht gerade so lustig. Und eine Kornblume, aber wie sich die vermehrt. Nur Farbstoff, ne? Kein Samen. Shit. Hä? Oben ist schon oder wie? Ah doch, das ist theoretisch schon sortiert, okay. Nee, hier. Holz! Das muss sein. Ehre hier, schwupps die Bobs. Monsieur Kies, Monsieur Kies. Oder Kies. Kies hier hinten. Zack, zack. Wumms. Wo wir das hinschmeißen? Keine Ahnung. Doch, Kies ist ja auch Feuerstein, ne? So, hier. Nee, das ist ein Werkzeug. Das nehmen wir mit. Stimmt, Schwarzpulver und Feder, die kommen ja auch hier. Nein, hier rein. Zack und zack. Die Federn weiß ich nicht mehr. Das weiß ich doch echt nicht mehr, woher die Federn kommen. Keine Ahnung mehr. Ja, und das Fleisch. Das kann man verbrennen. Wusste ich nicht. Dass man die Welt wieder zurück zu Gold verarbeitet. Das wusste ich echt nicht. Das ist für mich neu. Stückchen hier, da ein bisschen was. Okay. Die Werkzeugkiste hat auch schon recht schön, ne, was machen könnten. Aber man weiß ja, wie es ist. Hey, seit dem neuesten Update, also seit der neuesten Version, findet man echt wenig Eisen, echt wenig. Ich führe mal tonnenweise gefühlt, ne? Ah, Eisenkloppen kann man aber einschmelzen, ne? Nehme ich an. Ja, hallo?
Ich? Ach so. Daraus. Toll. Was machen wir mit Eisen? Klumpen? Verklumpen lassen oder was? Toll. Hat's ja richtig gebracht. Okay, Eisen. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? Das ist die Testkiste. Wir testen das aus. Oh je, oh je. Okay, noch nicht morgen, aber eventuell in ein paar Tagen. So. Wir dürfen. Seht ihr? Ich musste mal kurz nachgucken. Niemand da? Die Nachbarn auch weg? Super. Dann können wir eigentlich... Hallo, Herr werter Nachbar. Nein, den haben wir noch nicht Augen gucken. Augen gucken verboten. Mann. Eine Spitzhacke. So. So, gucken wir das hier hin, da hin. Eigentlich so. Gehen wir mal hier auf die 5. 5 vor der 5. Mal hier funktioniert es ja relativ gut, ne? Muss man den Handkantenschlag anwenden. Okay. Wenn man ihn hören möchte, schwuppsdiwupps. Gleich eine komplette Charge. Nee, komm. 15 Eichen, oh je. Wir haben lieber die zurück, die zwei, also die zwei verschiedenen Sorten und. Oh, Enderman, mein Gott, was machst denn du da hinten? Früher hat man sich noch. Also. Ich habe mich damals noch erschrocken. Aber heutzutage, ich glaube, ist auch nicht mehr so. Schlimm am Ganzen, ne? Man besucht einen einfach und will ein bisschen was haben. Die Bugs sind alle nach hier. Ich hoffe es mal. Wir können alles in einem Kreis anordnen. Oder halt zwei Linien. Hier, da und hier noch zwei. Dann würde es alles komplett machen. Wie viele Kürbiskerne haben wir eigentlich? Und für was braucht man Kürbis? Das ist die nächste Frage, aber ja. So. Okay, wir generieren aus den Kürbissen Kürbiskerne. Okay, okay, alles klar. Stimmt, wir haben gar nicht so viel mit. Können wir den Enderman als Haustier haben? Gut, wir werden ein bisschen halt hin und her gerissen, weil er so viel hin und her spawnt. Hier.
Es braucht wirklich ein paar Tage hier. Oder weil wir hier auf dem Sandgebiet sind, eigentlich ein Sandgebiet sind, dauert es hier nochmal länger? Kann das Biom mittlerweile auch Auswirkungen haben? Also ich frage jetzt nur, ne? Weil hier ist eigentlich Sandgebiet, ne? Wir nehmen es nur eins zu eins nach Erde, ne? Dass hier ein bisschen anderes Klima herrscht. Aber kann man so flächendeckend ein Gebiet auch ändern? Ich weiß es nämlich nicht. Da könnte man nämlich auch noch eine. Oh, eine ganz coole Sache. Wir könnten hier reinbuddeln und dann noch eine Brücke da rüber machen. Theoretisch gesehen, ne? Also eine Brücke schlagen von hier, von diesem Ende nach da drüben und dann da noch ausweiten. Häuser bauen und was auch immer. Weiß Gott, was der Geier oder auch von hier. Gut. Vielleicht hier durch. Flups, flups, flups. Der Berg halt anders abtragen. Das können wir machen. Und dann irgendwann auch nochmal das Dach da oben bauen. Das ist ja schon ziemlich, ziemlich gut, wenn wir das hinkriegen würden. Aber, boah, ich denke mir mal, wir kriegen das irgendwie hin. In 100 Jahren, in 200 Jahren. Oh je. Oh, die Wolken bewegen sich aber schon quer durch, ne? Ja. 11 Uhr. Uiuiui. Dann hätten wir. Uiuiui. Ich glaube, ich muss das hier beenden. Müdigkeit schlägt zu. Es ist morgens um 7 Uhr, 5 vor 7. Ich habe jetzt nur eine Stunde aufgenommen, aber teilweise ist es echt, echt schlimm. Eine Stunde, 4 Folgen. Oh. Das sind wir noch heute online. Okay. Ja, probieren wir etwas. Ich muss vielleicht ohne Titel und Co. Doch, das kriege ich hin. Relativ fix müsste das Ober. Da müsste ich den Titel oder Thumbnail halt irgendwo. Thumbnail E. Ja, doch, kriege ich es in unter einer Minute hin, das Thumbnail? Wird sehr schwierig, ne? Ja, nein. Nein. Aber suchen kann man es ja. Da müsste ich kurz Vorbereitungen treffen. Einfach mal so, weil ich es bin, mache ich das kurz so. So, vom Computer ist noch 4 vor 7. Ich glaube, da ist er noch. Ich glaube, da ist schon alles offline. Nee? Okay, okay. Okay, so. Dann hauen wir das kurz nochmal rein. Perfekt, dann habe ich jetzt schon. Und was haben wir da eigentlich gequatscht? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist so die Frage, was wir da gemacht haben. Ich weiß es selbst nicht mehr. Aber was ich weiß ist, dass wir das mal alles, also ich persönlich, dass ich das mal ein bisschen für Tage Ruhe lassen kann, mindestens ein oder zwei Tage ruhen lassen kann. Das Ganze dann auch angenehmer gestalten kann. Und wir werden schauen, ob die Bäume hier auf diesem Terrain, auf diesem Biom auch wachsen können. Das ist meine Frage, ob sie das tun, ob sie das werden, aber das sehen wir in der nächsten Generation, in der nächsten Session. Dann sage ich schon mal tschüss, ciao und vielen Dank fürs Zuschauen hier und heute und gleich. Bin müde. Und jetzt? Ist ein mäßiger Verkehr und es dauert 30 Minuten zur Arbeit. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Hoffentlich in einer neuen Region, Basis und neue Klamotten nicht, aber vielleicht gewaschenen Klamotten. Übrigens braucht ihr noch Unterhosen. Grüße.